Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition. Hier ist die Goretti und wie ihr seht, ich bin wieder zurück in unser Lager teleportiert, weil ich auf der Karte gesehen habe, also da hinten hier war ich ja zuletzt, ne, in Vorrevisan. Hier gibt es noch eine kleine Scherbe zu holen, die würde ich tatsächlich ganz gerne holen. Ob ich diesen Brief finde, die sind nicht einfach zu finden, sagen wir es mal so. Und dann würde ich mich von hier aus mal in diese Richtung weiter bewegen. Da gibt es auch noch so eine kleine Quest abzugreifen. In diese Richtung weiter bewegen und gucken, wie weit ich in dieser Folge komme. Wunderbar, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und schnackeln erst gar nicht so lange herum. Die Scherben halte ich für wichtig. Alle anderen Sammelquests sind halt Sammelquests irgendwie, die nicht wirklich viel bringen, außer, keine Ahnung. Meine Güte, noch mehr von euch. Wie viele wollt ihr denn noch angreifen? Hört doch mal auf damit, ihr Scharlatane in Grün. Das habt ihr nun davon. Hier, nimm den Super Gaudi Blitz. Und brennen. So, tschüss. Das war's mit euch. Tata. Schön weitermachen. Und mich nicht anquatschen. Ja, ja. Redet mit jemand anderen. Redet mit meiner Hand. Das ist das Gleiche in Grün. So, wie komme ich da hoch? Wie zur Hölle komme ich da hoch? Wir verstärken nur unsere Präsenz. Ja, ja. Ich weiß. Und das ja, meinte ich auch genau so, wie ich es gesagt habe. Ihr und eure Präsenz. Wen wollt ihr repräsentieren? Ihr fies Möps. So. Ach guck, da hätte ich ja auch tatsächlich doch die Treppe nehmen können. Naja, egal. Sei es drum, jetzt bin ich halt nicht die Treppe gelaufen. Ist doch wurscht. So, da höre ich es doch schon säuseln auf meinen Ohr. Blutstein nehme ich gerne an mich. Hopp, hoch da. Und da ist sie, die gute Scherbe. Ich kann ja mal schauen. Blutstein, das nehme ich gerne. Hier ist noch mehr Blutstein. Danke dafür. Ob ich hier diesen Brief irgendwie finde, aber ich werde den Teufel tun und mich jetzt danach wirklich auf die Suche begeben. Nur um die Geschichte, um diese verloren gegangenen Soldaten komplett zu haben? Na, ich weiß nicht. Weil die sind wirklich nicht einfach zu finden, die Dinger. Die haben sie gut versteckt. Gut, nö, machen wir uns weiter auf den Weg. Holen wir uns da hinten noch die Scherbe und ich hoffe, dass man da hinten, dass ich da auch langsam mal... Agenten sind unterwegs in die Dales. Ja, ja, natürlich. Da hinten so ein bisschen was einen weiteren Lagerplatz mal langsam aufmachen kann. Lesen wir. Oh, Galgen. Aufzeichnungen. Hierbei handelt es sich anscheinend um eine Liste von Leuten, die zu Tode durch den Strang verurteilt worden sind. Das ist bitterböse. Deserteur, Desertation, Mord, Angriff auf einen Offizier, das ist ganz, ganz schlimm. Und Desertation, ja, natürlich, natürlich. Wow. Die Männer sollen vor der nächsten morgendlichen Gruppe den Querbalken verstärken. Er hing letzte Woche ganz schön durch.
Die sollen schnell sterben, auch wenn sie Abschaum sind. Mhm. Ihr seid echt fiese. Ekelhafte. Wow, was war das denn? Ich will doch eigentlich nur da auf den Galgen drauf. Aha, alles klar. Nee, wenn schon, dann nehme ich diese graue Substanz auch noch mit. Also bitte. Es war faszinierend, euch im Winterpalast zu beobachten, Verzauberin. Nun, das freut mich. Es ist schön, wenn derartige Veranstaltungen bei allen Anklang finden. Selbst diejenigen ohne Gespür für die Feinheiten des gesellschaftlichen Zusammenspiels können doch zumindest die Zurschaustellung all der Pracht genießen. Es war nichts anderes als eine Zurschaustellung, Verzauberin. Gilt das denn nicht für alles? Ja, das könnte man so wohl meinen, liebe Vivienne. So, da vorne gibt es noch etwas, was wir beanspruchen können. Das mache ich auch. Chaka, die Denkmäler der Denkmäler. Und hier müsste es Richtung dieses Turmes gehen, in dem sich eigentlich noch so eine Glyphe befinden sollte. Ich sag mal Glyphe, ne? Es sind ja keine Glyphen, sondern es sind Scherben. Scherben. Oh ja, warte mal. Das ist ein Ort, den wir noch nicht befreit haben. Und der ist, glaube ich, nicht ohne. Der ist, glaube ich, gar nicht mal so ohne. Gucken wir mal, wie wir mit dieser Truppe dabei vorankommen oder durchkommen. An dieser Stelle. Hopp. Östliche Welle. Oder hatten wir den doch schon befreit? Nee, nicht so ganz. Hallo, mein Freund. Du bist doch feindlich gesonnen. Na dann. Hast du leider verloren. Wie gefällt euch das alles? Ja, ihr schafft das schon. Ich plündere derweil schon mal hier. Dann müssen wir das nicht alles am Ende machen, ne? Oh Mann, so viele Leichen. So viele Leichen. Das ist der Wahnsinn. So, es gibt nämlich einen, der dafür verantwortlich ist, dass das hier alles passiert. Mit den vielen Leichen. Die kommen nämlich nicht einfach nur so, weil der Schleier an der Stelle zu dünn ist. Nein. Zumindest hier nicht. Kletter da mal rauf, Chasi. Und dann gucken wir doch mal, ob wir diesen gruseligen Knilch nicht finden. Ein bisschen Embryo. Danke dafür. Hallo, ihr zwei. Ich komme da mal mit meinem Stäbchen von hinten. Das hättet ihr wohl gerne. Und da ist er. Nee, das war er nicht. Das war er nicht. Das war einfach nur ein schurkischer Schurke. Gehen wir einfach mal weiter. Wir werden schon noch denjenigen finden hier, der für all das hier verantwortlich ist. Und dann Gnade dir, der Himmel. Ein ekelhafter, verleugneter Venatori-Sack. Wow.
nein, 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 Chasi. Oh, da hättest du jetzt rausgehen müssen. Egal, zu spät. Zu spät. Na los, da hinten. Hier, nimm meine wabelnde Bombe und explodiere. Okay, okay. Du kleiner Sack. Was hältst du denn von Feuer? Hätt's wohl gerne. Ja, scheinbar machst du das ja auch ganz gerne mit den Fallen, ne? Oder? Wie gefällt dir das? Oder Feuer? Vielleicht das hier? Wir kriegen dich schon noch klein, mein Freund. Macht dich das auch ein bisschen lahmer? Hier. Ah, oh, es hat gerade noch ausgewichen, der kleine Sack. Jetzt aber. Immer noch nicht. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt aber. Geht doch. Haben wir dich. Haben wir dich gekriegt. Und das hier ist der letzte Ort, an dem wir quasi das Ganze befreien können. Und dann müssten wir aber hier auch irgendwo natürlich noch die große Glocke klingeln können. Beziehungsweise das große Hörnchen. Okay. Befreien wir uns mal hiervon. Das war der letzte von ihnen. So ist es, Chasi. Das war der letzte. Und hier oben müsste es eigentlich die Glyphe... Glyphe. Warum sag ich eigentlich immer Glyphe zu den Scherben? Die nächste Scherbe noch geben, die wir noch einsammeln können? Na, komm schon, Chasi. Meine Güte, nee. Und den ansatzkanzen Quadrabatsch plündern wir natürlich auch. Sehr schön. Hopp. Dann tust du dir halt weh. Das macht mir gar nichts. Lass mal eben schauen, wo ist das Hörnchen, was wir... Hornsignal. Das markiere ich mir mal ganz schnell. Was ist denn jetzt passiert? Warum hat denn jetzt plötzlich der gute Solus so viel Schaden genommen? Keine Ahnung. Hast du doch noch in irgendeine Falle hineingetappt oder so, Solus, ha? Könnte sein, nicht wahr? Und da wären wir. Sehr gut. Bist du feindlich gesonnen oder bist du freundlich gesonnen? Du bist noch ein Feind. Hier! Der läuft sogar, obwohl noch Eis auf ihn liegt. Okay, mein Freund. Hier. Vorsicht! Jetzt stirb, bevor du irgendetwas erreichst, wo du nicht hingehörst. Mann. Nervensäge. Oder Säge meiner Nerven. Wunderbar. Das hätten wir. Hörnchen wäre gepfiffen und jetzt können wir auch schon wieder weiter. Mal gucken, ob ich es schaffe. Huch, da bin ich doch glatt in einen hineingelaufen. Jetzt mal gerne. Daneben. Nein, nicht auf mich. Auf die Gegner. Sehr schön. Vielleicht schaffen wir es ja mal in dieser Folge auch in hier zu Ort ein weiteres Lager aufzuschlagen. Das wäre ganz nett, ne? An und für sich dürfte ich ja gar nicht so weit weg entfernt sein von einem weiteren Lager. Aber
dieses welche zu finden, ist dann nochmal so eine andere Sache, ne? Lass mal schauen. Eben ganz kurzer Blick auf die Karte und guck mal, hier hinter ist es. Was ist das? Der Trauer überlassen, alles klar. Hier hinten gibt es gar nichts mehr, der Trauer überlassen, doch hier. Das sind diese ganzen Briefe, die man so finden kann. Och, Wölfe, lasst mich doch in Ruhe. Jagt einfach Hallas, die sind einfacher zu kriegen für euch. Letzte Worte, da schau mal einer an. Da habe ich doch tatsächlich einen gefunden. Von einem Corporal Marché. Sollte ich diesen schrecklichen Konflikt nicht überleben, soll mein Besitz wie folgt an meine Familie verteilt werden. Meine geliebte Mutter erhält den letzten Sold meines Dienstes für seine Gnaden, den Großherzog. Mein Bruder Viktor erhält meine Waffen und meine Rüstung. Mögest du lange unsere Familie verteidigen. Meiner älteren Schwester Margot schicke ich meine Liebe und vermache ihr den Inhalt der Kiefertruhe. Der ist so nett. Meine jüngere Schwester Bess erhält die Kiefertruhe selbst. Verbunden mit meiner Entschuldigung. Alles klar. Die eine den Inhalt, die andere die Truhe. Ich werde gerne die Truhe genommen, glaube ich. Wer weiß, was da drin ist. Ah, vielleicht auch ganz viel Gold, ne? Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Möge mich der Bauer in seine Arme schließen. Alles klar. Das wäre es dann du. Ich würde ganz gerne ein Lager eröffnen. Und da vorne kann ich das Lager eröffnen. Weil ich brauche Tränke etc. pp. So. Och, hört doch auf, ihr blöden Wölfe. Mann. So, wunderbar. Dann rüsten wir mal unsere Tränke aus. Wir haben alle Tränke. Nee, warte. Da fehlt mir eins. Kann ich das auffüllen? Kann ich. Du hast alles. Soulless auch. Vivian ebenfalls. Haha, ich kann sie wieder auffüllen. Ich habe wieder ein bisschen was gesammelt. Entschuldigt bitte. Und schon habe ich kein Blutlotus mehr. Wunderbar. Dann würde ich sagen, laufen wir aber noch ein bisschen. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, keine Berichte sind immer gute Berichte. Das kennt man ja. Was habe ich denn jetzt hier markiert? Ach, die Trauer. Dann lass mich doch mal schauen. Hier vorne gibt es einen Ort, an den ich liebend gerne hingehen würde. Was war das hier? Das können nur die verstreuten Glyphen sein. Ich würde sagen, ja, wir machen uns hier jetzt entlang wieder zurück. Das ist, wie gesagt, ein großes Hin- und Hergelaufe. Das kann ich euch wohl sehr versprechen. Lass mal gucken, wo es Leitern gibt, gibt es auch irgendwo auf einem brennenden Dach, ja, was zu plündern. Nimm das und spring da schnell runter. Oh, am besten ins Wasser, weil dann stirbt sie ja auch. Oh. Ein Büchlein. Feuchte Notiz, meine Güte. Nullen, ich habe das Boot unter Fibras altem Angelsteg versteckt. Es müsste alles drin sein, was du brauchst. Triff mich unten am Fluss, aber achte auf die Strömungen. Ich warte auf dich, liebe D. Du wartest wohl? Oh nein. Und tja, das Ganze hatte aber keinen Zweck, deine Warterei. Irgendwo hier unten am Fluss hast du also ein Boot versteckt, ha? Mal gucken, ob wir das Boot finden. Und ob wir auch das finden, was da großartigerweise natürlich drin ist. So schaut's nämlich aus. Ich würde sagen, um euch nicht weiter noch zu langweilen mit diesem Herumgelaufe,
Eine Herausforderung. Hey Dom, ich weiß, dass du in meinen Sachen rumgeschnüffelt hast. Du bist mir zu meinem Versteck gefolgt. Dich rieche ich aus 100 Metern Entfernung. Du hast das Zeug beim Sündenfall verloren und kriegst es nicht zurück. Vergiss es. Mal im Ernst. Du kannst versuchen, es dir zu holen, aber wir wissen beide, dass du das nicht machst, Feigling. Nick. So, was wollte ich sagen? Ich würde sagen, ich werde jetzt hier die Küste entlang etc. pp. Ein bisschen das Ganze... Ihr seid voller Angst. Das müsst ihr nicht sein. Inquisitor, bitte nehmt euren dämonischen Schoßhund an die Leine. Ich will nicht, dass er mich anspricht. Er tut doch niemandem etwas, Vivienne. Er ist ein Dämon, Schätzchen. Er kann gar nicht anders. Alles hell, zorniges Brüllen, als sich der Dämon aufrichtet. Nein, ich werde nicht fallen. Niemand wird mich je wieder kontrollieren. Ein weißer Blitz und die Welt kehrt zurück. Zitternd, leer und gequält lächle ich Templer an, um ihnen zu zeigen, ich bin ich selbst. Ich bin nicht so. Ich kann euch beschützen. Wenn die Templer euch holen, töte ich sie. Entzückend. Liebe Vivienne, was hat denn da der Cole aus deiner Vergangenheit herausgefischt? Warst du's oder warst du's nicht besessen? Ja, eine entzückende Geschichte über Klein Vivienne von Cole erzählt. Durch Nestes Tagebuch. Das Tagebuch ist völlig durchnässt. Der Größteil der Tinte ist verblasst. Ich habe gehört, dass einige Soldaten sich einer neuen Organisation angeschlossen haben. Rebellen, die für die Freiheit kämpfen. Es gibt immer einen Grund, oder? Ich habe das alles satt. Ich werde ab sofort nur noch für mich leben. Die Welt soll ruhig zugrunde gehen. Ich bin mit ihr fertig. Wow. Da war aber einer wirklich sehr enttäuscht von allen. Und das hier ist das Boot. Tja. Wunderbar. Wie gesagt, wenn etwas glorreich Interessantes passiert. Ah, okay, da bin ich schon an dem Ort, an dem ich eigentlich hin wollte. Ich höre nicht auf zu reden und dann komme ich erst gar nicht dazu, die Sachen tatsächlich einfach wegzuschneiden. Egal, jetzt sind wir schon da, wo wir hin wollten und wo ich hin wollte. Hier gibt es eine kleine Quest nochmal wieder abzugreifen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Von daher nehmen wir das und das kann natürlich nichts anderes sein als noch eine Schatzsuche. Danke dafür. Legende der drei Schwestern. Erstes Buch. Das zweite Buch hatten wir, glaube ich, in einer der vorletzten Folge. Hier ist das erste Buch und ich würde sagen, ich scroll das Ganze runter. Ihr lest, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann lasst es auch ruhig und wie gesagt... Es sind halt viele, viele, viele Geschichten und Codex-Einträge und noch und nöcher, die man im Laufe der gesamten Reihe von Dragon Age so findet. Viele davon sind doppelt und dreifach innerhalb der drei Spiele, kommen sie immer wieder drin vor. Der Seelengesang. Und das kann auch nur wieder ein Codex-Eintrag geben über irgendeinen Gesang der Kirche. Was weiß ich. Auch das scrolle ich euch einfach nur runter. Und ihr kennt das ja. Wenn ihr das lesen möchtet, dann haltet einfach kurz das Video an und lest es euch durch. Solltet ihr es nicht lesen wollen, den Gesang, dann lasst es einfach. Buch von Kosloon, der Seelengesang. Kosloon, der große Prophet der Kunari. Wunderbar, dann hätten wir auch das geschafft. Und dann würde ich jetzt mein
mache ich das so. Ich laufe jetzt hier so ein bisschen herum, decke die Karte noch ein bisschen auf. Viel Zeit haben wir ja noch nicht. Da vorne ist auch schon der nächste Ort, an den ich gerne möchte. Und wenn ich da angekommen bin, dann melde ich mich zurück. Also bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon an der Stelle, wo es wieder einen Riss zu schließen gibt. Von daher schalte ich natürlich wieder rein. Nichts wirklich Interessantes ist passiert. Bin von ein paar Wölfen angegriffen worden, musste mich tatsächlich umdrehen und diese Wölfe erledigen. So ist sich das. Und das war auch schon das Spannendste, was da so passiert ist. Ja. Brenn, mein Freund. Und das hier ist natürlich auch nicht wirklich viel spannender, aber es gibt dann wenigstens wieder ein bisschen was zu tun, als diese Wölfe damals zu erledigen, weil letzten Endes mache ich ja auch... Hohoho! Hallo, mein Freund! Wo kommst du denn her? Mal gucken, ob wir dich nicht erledigen können. Magst du Eis? Magst du Feuer? Ja, klar doch. Jetzt mach mich doch fertig hier. Teufel. Komm, Chasi, nimm mal einen Trank. Alter. Hör auf, mich ständig zu dich hier rüber zu ziehen. Das mag dir vielleicht im ersten Augenblick als interessant und klug vorkommen. Aber das ist es nicht. Klar. Und du explodierst jetzt mal und dich will ich jetzt auch kriegen. Und das war's. Wow, hier waren aber viele auf einmal, wa? Alter. So, Riss geschlossen. Hier ganz in der Nähe müsste es dann auch noch den Ort geben, wo wir noch eine weitere Glyphe finden. Und auch dahin würde ich dann eben alleine gehen. Und das noch eben mit reinnehmen in diese Folge. Wobei diese Folge mittlerweile auch schon fast wieder eine halbe Stunde lang ist. Aber wie gesagt, was ich noch machen kann, das mache ich noch. Von daher würde ich sagen, bis gleich. Ich denke, wir sollten uns hier ein wenig umsehen. Meint ihr nicht auch? Das denke ich auch, Vivienne. Und das habe ich mir jetzt doch tatsächlich so ein bisschen markiert hier. Weil ich dachte, das wäre jetzt hier wieder eine Glyphe. Nein, das ist eine ganz andere Quest. Da geht es um den Rat eines Vaters, der hier irgendwo eine Kiste versteckt haben soll. Und da bin ich mal gespannt. Lass mal genauer hinhören. Hier entferne ich mich schon wieder davon, würde ich sagen. Ja, ihr kämpft ruhig da so ein bisschen weiter. Das mag mir wohl gefallen. Ich suche derweil und finde nichts. Verflixt nochmal. Wo wird es denn lauter auf meinen Ohren? Oder setzt sich da jetzt meine Schwerhörigkeit durch? Ne, hier ist wieder leiser. Hier höre ich so gut wie nichts. Das können die nicht da oben auf den Felsen gepackt haben. Alter Schwede. Okay, ich melde mich, wenn ich es gefunden habe. Boah, was habe ich lange danach gesucht. Das gibt's doch nicht. Und hier ist es, ja. Wirklich? Spalter. Wenn das jetzt keine gute Axt ist, dann hasse ich euch. Dann hasse ich dieses Spiel. So, warte, das musste hier sein. Und es ist keine gute Axt. Meine Leute haben alle schon Besseres. Guck mal, das habe ich Cassandra abgenommen, weil ich da schon was Besseres gefunden habe. Weg. Müll. Ernsthaft? Boah. Boah, ist das bitter.
ist das bitter. Gut, aber ich würde sagen, jetzt ist auch diese halbe Stunde endlich rum. Keine Ahnung. Ich mache jetzt hier wieder einen Schnitt. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und diese letzte Glyphe habe ich, glaube ich, Rat eines Vaters. Habe ich das echt noch nicht gefunden? Was war denn das, bitteschön, was ich da jetzt gefunden habe? Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig hier. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich für euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.